Herzlich willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen. Wir sind wieder zu Gast auf dem Flugfeld in Böblingen-Sindelfingen, genauer in der Motorworld. Und Sie sehen es schon, meine Damen und Herren, wir haben ein etwas ungewöhnliches Setting hier. Wir sitzen uns weit auseinander und ich darf trotzdem ganz herzlich begrüßen Dr. Bernd Föhringer, den Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen. Ja, grüßen Sie ebenfalls. Ja, eigentlich auf Distanz heute, ist aber notwendig in diesen Tagen und da wollen wir natürlich auch unser Teil dazu beitragen. Ist es in Ihrem Alltag als OB eigentlich möglich, die Distanz zu halten? Ja, das war für mich als Oberbürgermeister, aber wie für ganz viele Menschen wohl ebenso eine ganz, ganz ungewohnte Erfahrung. Distanz halten, in der Regel suchen wir Nähe, wir sind für Veranstaltungen, sind ganz, ganz viele Menschen normalerweise dabei, egal ob wir Ehrungen durchführen, Sitzungen durchführen, vieles andere mehr. Das ist schon eine massive Umstellung. Wir machen viel auch über Videokonferenz. Wir achten darauf, dass wir auch innerhalb des Rathauses Abstand halten. Auch da setzen wir teilweise Videokonferenz ein, zum Beispiel im Verwaltungsvorstand, die Kollegen Erster Bürgermeister und Baubürgermeisterin. Wir begegnen uns im Wesentlichen nur noch durch Videokonferenz, ja, um letztendlich hier ein Stück weit auch Sicherheit zu schaffen. Und das ist schon sehr, sehr ungewohnt, auch das Thema Masken tragen. Ja, wenn es eng ist, beispielsweise beim Einkaufen, das sind schon ganz, ganz ungewohnte Themen, auch für einen Oberbürgermeister. Ja, aber wie für alle das gilt, ja, man nimmt die Herausforderung an und ein Stück weit gewöhnt man sich auch daran. Naja, Sie sind ja nun auch Sindelfinger und sind auch privat in der Stadt unterwegs und dann natürlich immer, schwäbisch gesagt, für ein Schwätzle zu haben. Das ist in heutiger Zeit doch schwierig, oder? Ja, in der Tat. Es gibt auch die klaren Vorgaben ja auch letztendlich, wie viele Menschen sich draußen begegnen dürfen. Ja, aber es gibt auch wiederum die klaren Abstandsregeln. Also natürlich bin ich auch weiterhin ansprechbar, achte aber dann schon sehr, sehr genau darauf, ja, dass der Abstand dann eben auch eingehalten wird. Und ich glaube schon auch in so einer schwierigen Zeit, trotz aller Distanzgebote, deshalb machen wir natürlich auch sehr, sehr viel im Bereich soziale Medien, im virtuellen Raum insgesamt, ist es, glaube ich, dennoch wichtig, dass man als Oberbürgermeister einfach präsent ist. Ja, und das ist natürlich das Thema, was uns beschäftigt. Also wie kann man präsent sein in einer Zeit, wo man ja nicht wirklich physisch präsent sein darf und sollte. Ja, und daher arbeiten wir natürlich ganz viel auch im Bereich digitale Medien, Social Media machen wir sehr, sehr viel, um letztendlich dann doch präsent zu sein. Da sieht man Sie ja häufig, entweder wenn Sie Masken verteilen oder dann doch Einrichtungen besuchen mit der gebotenen Distanz, um einfach auch zu zeigen, dass Sie für die Menschen da sind. Jetzt ist ja so dieses Sich-Begegnen, das ist ja das klassische Stadtleben. Jetzt gibt es seit kurzem die klare Ansage, bis Ende August wird sich niemand, zumindest nicht bei Großveranstaltungen, begegnen. Das trifft Sindelfingen sehr hart. Das internationale Straßenfest, das Wet-Festival, Sindelfingen-Böblingen kann man zusammenschlemmen am See, Schlemmermarkt, Sindelfingen-Rock, das sind alles Veranstaltungen, die abgesagt sind oder einfach definitiv eigentlich nicht stattfinden können. Was macht es mit einer Stadt? Das ist für eine Stadt natürlich ganz, ganz schwierig. Das ist eine ganz große Herausforderung, so ein Stück weit auch eine Bewährungsprobe. Sindelfingen ist eine sehr aktive Stadt. Wir haben ganz, ganz viele aktive Menschen in dieser Stadt, die ehrenamtlich aktiv sind, die ganz vieles auf die Beine stellen, Beispiel internationale Straßenfeste oder auch Aktivitäten wie Biennale zum Beispiel. Und die Stadt ist ja seit dem Jubiläumsjahr vor einigen Jahren ja noch viel stärker zusammengerückt. Ja, und die Zahl der Aktivitäten ist eher mehr geworden. Ja. Wir haben den Eindruck, und es freut uns, die Menschen identifizieren sich mit ihrer Stadt, die kommen gerne in die Stadt. Wir sehen auch zur Veranstaltung wie Stevie Rocks, wird dann gelegentlich ja kontrovers diskutiert, aber daran sieht man letztendlich, ja, wie sehr die Menschen Wert drauf legen auf entsprechende Aktivitäten. Und das ist natürlich schon eine schwierige Entwicklung, wenn solche Veranstaltungen nicht stattfinden. Vor allem diese erste Phase mit den ganzen Einschränkungen war natürlich sehr, sehr schwierig, wo auch die ganzen kleinen Läden zu hatten, wo alle Läden zu hatten fast, außer der Supermärkte und der Lebensmittler. Ja, da war ja fast gar kein Stadtleben zu sehen. Also wenn man gerade als Oberbürgermeister, der die Stadt gut kennt, durch die Stadt läuft, ja, das war fast schon natürlich ein trauriges Bild, ja, wenn alles leer ist. Und zumindest seit die Läden wieder offen sind, hat sich das Bild ein bisschen geändert. Auch die Eisdielen dürfen ja wieder verkaufen im Außerhausverkauf. Ja, das sind schon Elemente, wo man so ein Stück weit die Rückkehr des Lebens wahrnimmt. Aber natürlich, klar, die Großveranstaltungen, die größeren Veranstaltungen, das ist schwierig, das wird so bleiben. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Sindelfinger Stadtgesellschaft auch diese Herausforderung entsprechend bestehen wird. Wir sehen auch hier ganz, ganz viel in auf dem digitalen Weg, in den digitalen Medien. Ja, die Junge Bühne ist ja aktiv, ja, über verschiedene Sender, ja, auch die Musikschule, auch rund um die ganzen musikalischen Aktivitäten, rund um die Martinskirche und. Man kann also ganz viele aufzählen, die derzeit ihre Aktivitäten
in den digitalen Raum verlegen und es wird auch angenommen. Also daher, glaube ich, wird es neue Formate generieren und wir werden auch diese Phase gemeinsam bewältigen. Wunderbar, das ist jetzt für die erste Hälfte unseres Gesprächs ein wunderbares Schlusswort, ein optimistisches Schlusswort, meine Damen und Herren. Wir machen gleich weiter, denn Sindelfingen hat noch weitere Aufgaben, nicht nur Themen, die von Corona geprägt sind. Bleiben Sie dran. Regio TV. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böbling, meine Damen und Herren. Heute mit Dr. Bernd Föhringer, dem Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen. Wir haben gerade vor der Pause sehr stark über die Auswirkungen des Virus auf das Stadtleben gesprochen. Jetzt ist aber ja nicht alles Corona im Moment. Die Stadtverwaltung hat noch ganz schöne Aufgaben vor sich, vor der Brust, muss jetzt Entscheidungen treffen. Und das Geld wird immer knapper, oder? Ja, in der Tat. Es ist ganz wichtig, dass wir Perspektiven haben. Natürlich denken wir auch an die Zeit nach Corona. Wir denken an das Hochfahren, haben viele Projekte in der Pipeline, die Sindelfingen insgesamt nach vorne bringen. Sei es im Bereich der Innenstadt. Da haben wir einen Zielbildprozess Innenstadt gestartet, wo es darum geht, letztendlich, wie sieht die langfristige Perspektive der Sindelfinger Innenstadt aus? Aber auch ganz konkrete Projekte, Themen, die anstehen. Wir haben ja das alte Volksbankgebäude abgerissen. Ja, das ist jetzt weitgehend fertig und wir wollen den Platz natürlich interimsmäßig nutzen, bis dann dort neu gebaut wird. Wir haben das gesamte Areal Post und Volksbank erworben, vor einigen Jahren schon, und wollen hier dort eine entsprechende Bebauung auf den Weg bringen. Und eine Entwicklung der jüngeren Zeit, so des letzten halben, dreiviertel Jahres, war ja auch, dass wir gesagt haben, wir wollen dann an dieser Stelle auch das Kultur- und Bürgerzentrum integrieren. Also insofern nur ein kleiner Ausschnitt, da sind, glaube ich, tolle Perspektiven auch für die Stadt, auch für die Bürgerschaft, dass sie an einer zentralen Stelle ein Kultur- und Bürgerzentrum schaffen wollen. Und hier die gesamten Beteiligungsprozesse, die werden dann schrittweise anlaufen. Die wären auch schon angelaufen, ja, wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre. Und wir denken momentan natürlich sehr intensiv darüber nach, wie können wir Beteiligung organisieren in der Zeit, wo nur die ganzen Einschränkungen gelten. Aber auf jeden Fall Themen, die uns hier insgesamt nach vorne bringen. Jetzt hat die Stadt ja schon Nachrichten bekommen, dass deutlich weniger Gewerbesteuer fließen wird. Wahrscheinlich wird jetzt auch weniger Einkommensteuer natürlich fließen. Das ist ein Projekt in der Zukunft. Da sage ich mal, kommt es ja wahrscheinlich auf ein halbes Jahr jetzt nicht an, bis man starten kann. Aber Sie haben ja mindestens mal zwei, drei ganz konkrete Projekte, wo jetzt auch was passieren sollte. Fangen wir mal vielleicht an mit dem Badezentrum. Das soll saniert werden. Da ist eigentlich alles schon so weit, wie man es braucht für eine Entscheidung. Ist die jetzt möglich? Ja, generell ist es so, dass der Haushalt uns natürlich große Sorgen macht. Er hat uns auch vor Corona schon ganz große Sorgen gemacht. Wir haben ja ganz, ganz niedrige Gewerbesteuerstände in der Planung. Und die werden sicherlich durch Corona noch weniger. Das heißt, wir sind in einer ganz, ganz massiven Haushaltskrise. Wir werden massiv eingreifen müssen. Wir werden sparen, wir werden konsolidieren müssen. Das werden wir auch tun. Dennoch ist es uns wichtig, dass es keinen Stillstand in der Stadt gibt. Ja, wir wollen natürlich weiter planen, wir wollen weiter nach vorne sehen. Wir haben eine Grundlinie, die haben wir auch letztes Jahr schon kommuniziert, als die ersten Einbrüche bekannt wurden, dass wir vor allem Planungen vorantreiben, dass wir in der Lage sind, wenn Mittel da sind, dann auch sofort zu bauen, dass wir dann nicht auch längere Planungsprozesse haben. Um konkret die Frage zu beantworten, Stichwort Badezentrum, hier muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die große Planung im Sinne der Weiterentwicklung Familienbad. Da gibt es noch viele Planungsprozesse, die wir auf den Weg bringen wollen. Und das werden wir auch machen. Wir werden den Gemeinderat vorschlagen, die Planungen weiterzuführen. Und es gibt ganz konkret derzeit ein Thema, wo es um Techniksanierung geht im Bereich Badezentrum. Im Prinzip eine vorgezogene Techniksanierung in einer Größenordnung von ca. 3 Millionen. Die wollen wir auf jeden Fall auf den Weg bringen. Auch trotz Haushaltskrise, wenn es die Technik zusammenbringt, ist das auch nicht machbar. Also daher, die wollen wir auf jeden Fall dem Gremium vorlegen. Abgesehen davon ist ja jetzt auch kein so ein ganz großes Problem oder andersrum ein geschickter Zeitpunkt, weil das Bad eh zu ist aufgrund der aktuellen Situation und wahrscheinlich auch noch ein Weilchen geschlossen sein wird. Wie sieht es aus mit den Sportstätten? Das ist ja auch so ein Dauerbrenner, Sportstättenentwicklung, Stichwort Floschenstadion, Stichwort neue Plätze und Infrastruktur am Glaspalast. Wie geht es da weiter? Ja, auch da sind wir ehrlich gesagt so ein bisschen gebeutelt, ja, zwischen Haushaltskrise und Corona. Das erste Problem war das Thema Haushaltskrise. Wir haben dort erstmal alle Umsetzungen gestoppt, weil die Haushaltskrise einfach massiv ist. Ja, wir haben viele zig Millionen Euro Gewerbesteuer verloren, haben aber jetzt eine Grundlinie in der Verwaltung, die wir auch schon in ersten Lenkungsgruppen mit den Vereinen, auch mit Gemeinderäten abgestimmt haben, noch nicht formell im Gemeinderat, aber mit der entsprechenden Lenkungsgruppe. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Planungen weiter vorantreiben.
in verschiedenen Bereichen. Es geht zum Beispiel um die Sanierung dann des Floschenstadions. Es geht auch um den Neubau des entsprechenden Funktionsgebäudes im Floschenstadion. Es geht auch um einen neuen Platz im Bereich Meichingen-Allmendstadion, aber auch in Darmsheim im Eichelberg oben. Und hier ist unsere Grundlinie die, wir wollen alle Planungen weitertreiben bis zum Baubeschluss. Und wir hatten bisher zumindest die Idee, dass dann im Juli der Haushalt dann auch vorliegt und wir dann einen Gesamtüberblick haben. Rächt sich da jetzt, dass man nicht vorher schon ein bisschen Gas gegeben hat? Natürlich konnte man die Situation nicht absehen mit dem Virus, aber dass das Geld vielleicht mal wieder knapper wird, hat man vielleicht schon erahnen können. Also wir haben immer davor gewarnt, dass die Zahlen auch einbrechen werden. Daher waren wir auch sehr, sehr zurückhaltend, wenn es um die Frage ging, komplett neue Projekte anzugehen. Ja, wir hatten eine Diskussion zum Beispiel Kultur- und Bürgerzentrum. Sie kennen es vielleicht noch mit der Diskussion über das Domo. Und manche haben dann vorgeschlagen, wir machen dann zwei Standorten, dann ein Kultur- und Bürgerzentrum mit unterschiedlichen Facetten. Ich habe gesagt, das geht nicht. Ja, wir müssen aufs Geld achten. Und die Projekte im Bereich Sport, die haben wir gemeinsam mit den Beteiligten vorangetrieben, so schnell es eben geht. Ja, und ich glaube, der entscheidende Punkt ist natürlich, das gilt für viele Projekte, wir beteiligen ganz viele, die Bevölkerung, die Betroffenen, aber Beteiligung kostet auch Zeit. Ja, und vor dem Hintergrund machen wir die Dinge so schnell es geht, ja, und versuchen dann eben die Probleme zu lösen, wenn sie auf dem Tisch liegen. Das heißt aber, die Beteiligten, jetzt Vereine und Einwohner, müssen nicht fürchten, dass das eine oder andere jetzt komplett hinten runterfällt und erstmal auf Eis gelegt wird oder ganz abgesagt wird. Doch, ganz offen, das Risiko besteht natürlich. Ja, selbstverständlich, wir können heute nicht abschließend sagen, welche Projekte weitergeführt werden, welche nicht. Es wird sicherlich Projekte geben, die wir erstmal auf Eis legen. Wir können aber heute noch nicht sagen, welche. Und da ist uns ganz wichtig, ja, dass wir diese Entscheidung im Gesamtkontext treffen, viele Entscheidungen. Ja, Thema Sportstätten ist eben ein Feld, Thema Badezentrum ist ein anderes Feld und. Wir haben dieses Thema Mädchenwohnheim in Meichingen als Ort auch für Vereine bis hin zum Thema Stadtranderholung. Und wir wollen, wenn wir mehr Haushaltsklarheit haben, wollen wir letztendlich dieses Gesamtpaket im Gemeinderat vorlegen. Und bis dahin wollen wir alle Planungen weitertreiben und auch Geld ausgeben für Planungen. Mhm. Ja, sodass sie startklar wären. Dann sind wir startklar. Wenn der Gemeinderat dann sagt, jawohl, Baubeschluss zum Beispiel, neuer Rasenplatz im Bereich Meichingen, dann kann man es direkt umsetzen. Wunderbar. Vielen Dank. Spannende Zeiten auch für Sie. Absolut. Und ungewöhnliche Zeiten. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Dr. Bernd Föhringer, meine Damen und Herren. Das war heute unser Stadtgespräch. Bleiben Sie noch dran, es erwarten Sie noch schöne Sendungen und bleiben Sie natürlich gesund. Schönen Abend noch.